Hallo und herzlich willkommen zur August-Ausgabe von 5 Sterne. Heute von der Weltpremiere der Videospielverfilmung Hitman Agent 47. Bevor wir zum tödlichen Assassinen kommen, wenden wir uns erstmal der harten Faust von Jake Gyllenhaal zu. Der hat sich nämlich für Southpaw so richtig in Form gebracht und wie gut der Film ist, das verraten wir euch jetzt. Der New Yorker Boxer Billy Hope hat seine schwere Kindheit hinter sich gelassen und ist mittlerweile vierfacher Weltmeister im Halbschwergewicht. Doch der tragische Tod seiner Frau bringt den Boxer komplett aus der Fassung. Er verliert seinen Titel, sein Geld und auch seine Tochter. Das Sorgerecht für das Kind bleibt so lange beim Jugendamt, bis der Vater dem Gericht glaubhaft machen kann, dass er der Verantwortung gewachsen ist. Die Story klingt, als hätte der Drehbuchautor jedes Klischee verwendet, das ihm eingefallen ist. Aber dennoch wirkt sich das nicht negativ auf die Überzeugungskraft des Films aus. Und das liegt in erster Linie an Jake Gyllenhaal. Ich weiß, dass du sauer auf mich bist. Du weißt überhaupt nicht. Ihre Tochter will sie nicht sehen. Sagen Sie, ich hab sie lieb. Gyllenhaal stürzt sich mit vollem Engagement in seine Rolle und ist dabei auch als muskelbepackter Athlet glaubwürdig. Er reißt diesen Film förmlich an sich und macht aus Boxer Billy ein faszinierendes Wesen mit Herz und Seele. Ich werde wieder kämpfen und ich krieg mein Kind zurück. Kann Billy Hope diesen Kampf gewinnen? Die Chancen stehen schlecht für ihn. Wie gut sich Jake Gyllenhaal in Southpaw macht, könnt ihr ab dem 20. August im Kino sehen. Du hast dein Schicksal selbst in den Händen. Der Killer mit der Glatze und der roten Krawatte ist zurück. In der Spielewelt eine große Größe, konnte der Hitman in seinem ersten Film allerdings nicht so punkten. Das soll jetzt mit Hitman Agent 47 gerichtet werden. Sein Name ist 47. Er ist hier, um sie zu töten. Hier auf der Weltpremiere haben wir die Stars getroffen und mal nachgehakt, ob unter ihnen vielleicht auch Zocker sind. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, muss ich sagen. Also ich weiß nur, dass es etwas ist, das ist an mir völlig vorbeigegangen. Also ich bin eine Generation und habe da nie irgendwie auch Zugang zu gefunden. Und so. Ich weiß, dass es unglaublich populär ist und dass es unglaublich reizvoll ist. Aber für mich hat sich diese Faszination nicht eingestellt. Yeah, I played them younger, but when I was younger, video games were kind of a different thing and a lot more basic than this game. So nothing like this, for sure. Ich habe mal mit meinem Kind in Los Angeles im Auto gesessen und der hat mit dem iPhone rumgefummelt und hat gesagt, Dad, can you tell me? Und ich dachte, fang gar nicht erst an. Ich kann dir gar nichts sagen. Und dann hat er gesagt, na, was hast denn du als Kind gespielt auf deinem iPhone? Und dann habe ich gesagt, ich komme aus dem Osten, ich hatte weder ein iPhone noch überhaupt ein Telefon und Videospiele kenne ich auch nicht. Ich bin kein Videospielmensch, das ist auch gut so, weil ich bin Filmemacher und ich habe angefangen, das Hitman-Spiel natürlich zu spielen, was mir aber geholfen hat, eine gewisse Objektivität auch zu bewahren. So, genug gespielt, jetzt wird's ernst. Hier kommt für euch Hitman Agent 47. Der genetisch aufgebesserte Agent 47 jagt schon seit dem Jahr 2000 auf Spielekonsolen Schurken hinterher. 2007 kam dann mit Timothy Olyphant die erste Verfilmung in die Kinos. Leider kam der Film bei Kritikern und Fans nicht besonders gut an. Weswegen jetzt ein Neuer den Kopf rasiert und die rote Krawatte umbindet. In Hitman Agent 47 wird jetzt der aus der Serie Homeland bekannte Rupert Friend zum Assassinen. Aber sie sind in Gefahr. Lauf! Los, los, los! Für den deutschen Kinozuschauer wird Hitman Agent 47 allein schon deswegen interessant, weil ein Großteil des Films in Berlin spielt. Hier versucht der kahlköpfige Agent, eine junge Frau vor einer kriminellen Organisation zu retten. Und was hat das alles mit mir zu tun? Dein Vater hat dieses Projekt gestartet. Er kennt ihre Schwachstellen. Du bist der Schlüssel, um deinen Vater zu finden. Mit sehr stilisierter und videospielreifer Action versucht Hitman Agent 47 zu überzeugen. Raus hier! Wie überzeugend Hitman Agent 47 ist, könnt ihr selber herausfinden. Ab 27. August ist Hitman in den Kinos. Ich erfülle stets meine Aufträge.
Und wer jetzt Lust auf noch mehr Action hat, dem empfehlen wir an dieser Stelle Mission Impossible Rogue Nation. Der läuft zwar schon seit Anfang des Monats in den Kinos, aber trotzdem möchten wir an dieser Stelle daran erinnern, dass alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben, diesen Film unbedingt sehen müssen. Für Tom Cruise ist scheinbar gar nichts unmöglich. Und so beeindruckt der Star auch gleich mit einem aberwitzigen Stunt. Und hängt mal eben an der Seite eines startenden Flugzeugs. Benji, öffne die Tür! Ja, okay. Auch der bereits fünfte Teil der Mission Impossible-Reihe beeindruckt durch aufregende Actionsequenzen, wenn Tom Cruise alias Ethan Hunt Schurken quer über den Erdball jagt. Dieses Mal jagt er abtrünnige Ex-Agenten. Das Syndikat existiert. Eine Untergrundarmee, ausgebildet wie wir. Eine Anti-IMF. Sie machen Jagd auf uns mit allem, was sie haben. Tom Cruise überzeugt wieder als Agent für die unmöglichen Missionen. Doch stiehlt ihm in Mission Impossible Rogue Nation eine Dame fast die Show. Rebecca Ferguson überzeugt als geheimnisvolle und undurchsichtige Agentin, die mal nicht nur als schmückendes Beiwerk dient. Wir kennen uns nicht zufällig bereits, oder? Kommen Sie mit. Mit einem überzeugenden Schurken, atemberaubender Action und einem Tom Cruise ohne Ermüdungserscheinungen bietet Rogue Nation nahezu perfekte Actionunterhaltung. Dafür gibt es von uns 4,5 Sterne. Bist du angestellt? Das fragst du mich jetzt? Eure Mission antreten könnt ihr bereits. Der Film läuft seit 6. August in den Kinos. Das war's für diesen Monat. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn wir uns im September wiedersehen. Dann sind wir auf Klassenfahrt mit der Chaos-Klasse aus Fuck You Goethe 2. Bis dahin wie immer ganz viel Spaß im Kino.